Findige Menschen haben einen Brief entdeckt. Martin Luthers Ratschlag für Christen in Zeiten wie diesen. Eine Fälschung, denken Sie? Keineswegs. Auch wenn Martin Luther das Wort Coronavirus so natürlich nicht kannte, eine Seuche, hoch ansteckend, kein Impfstoff, kein Medikament hilft dagegen, das alles kannte er sehr wohl. Im Mittelalter hieß diese Seuche Pest. In regelmäßigen Abständen suchte sie die Menschen heim und viele starben einen schrecklichen Tod. Wenn die Pest in der Stadt war, galt die Maxime, rette sich, wer kann, durch Abstand von allen Infizierten, wenn nicht gar durch Flucht aus der Stadt. Im Jahr 1527 wütete die Pest in Breslau. Monatelang. Die Pfarrer von Breslau wandten sich an den Reformator und baten um seinen Rat. Soll man als Christ vor der Krankheit fliehen? Oder soll man im Bewusstsein der Gefährdung bleiben und den Kranken beistehen? Luthers Antwort finde ich bemerkenswert bis heute. Er schreibt: Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Verhängnis, also mit Gottes Erlaubnis, Gift und tödliche Krankheit hereingeschickt. So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wehre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden, wo man meiner nicht bedarf, damit nicht ich selbst verwahrlose und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiftet und angesteckt werden und ich ihnen durch meine Fahrlässigkeit zur Ursache des Todes werden würde. Will mich mein Gott indes haben, so wird er mich wohl finden. So aber habe ich getan, was er mir zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen Tod noch an dem des anderen schuld. Wo aber mein Nächster mich braucht, will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, so wie oben gesagt ist. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn und frech ist und der Gott auch nicht versucht. Ein guter Rat in Zeiten wie diesen, finde ich. Nicht abhauen, nur an mich und mein Wohlergehen denken, das wäre dummkühn und frech. Auch nicht verantwortungslos jedes Risiko ignorieren und so tun, als sei ich immun, das wäre Gott versuchen. Stattdessen mutig und besonnen sein. Helfen, wo es geht, ansonsten Abstand halten und mir und anderen nicht im Weg stehen. Die einen verbreiten Verschwörungstheorien, so als sei das alles gar nicht schlimm. Die anderen trauen sich nirgendwo mehr hin, werden von der Angst gesteuert. Beides ist nicht angemessen. Luther hat 4 Ratschläge. Alle sind hochaktuell. Gott bitten, für uns selbst und für die anderen. Das tun, was ich tun kann. Helfen, trösten, beistehen. Wo ich nichts tun kann, mich schützen und in allem auf Gott hoffen und ihm vertrauen. Er hat's doch in der Hand. Er hat mich in der Hand. So kommen Sie und ich durch diese Krisenzeit. Bleiben Sie behütet.